Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft The Village 3. Ja Leute, wie ihr seht, der Kai ist natürlich auch wieder am Start. Wir sind gerade in seinem Pferdestall, wo er fleißig am Pferde züchten ist. Ich habe jetzt auch mal ein Pferd bekommen, und zwar das Weiße hier. Ja. Toll. Und was kann man eigentlich heute so groß sagen? Auf jeden Fall eine Tasche ist dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Haben alle bekommen jetzt. Das hast du irgendwann mal gesagt. Ja, eine Tasche ist auf jeden Fall dazugekommen halt. Ein Backpack beziehungsweise so. Und ich werde demnächst dann auch noch die Zeitung schreiben. Da werde ich dann mal Werbung für ein paar Jobs machen und so. Und wahrscheinlich auch noch Ereignisse, die momentan so statt so vor sich gehen mit diesem Herr Bauer. Ja, inzwischen habe ich sogar feste Preise für meine Pferde und. Ja, stimmt. Für Kai mache ich natürlich auch Werbung. Accessoires. Auf jeden Fall nice, wenn es interessiert, ne, können sich das hier ansehen. Ein Pferdchen kaufen. Und ja, wir werden heute mal zu dem lieben Leib gehen. Der hat uns eingeladen zu seinem Polizeiamt. Also Polizeistation. Und ja, ich würde sagen, wir reden jetzt hier nicht mehr lange herum hier. Dann einfach mal hin zum Postamt, können wir noch kurz vorbei fahren. Vielleicht liegt ja irgendwas in der Truhe drin. Ne, nichts. Schade. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, Hinweis-Info-Truhe hier wohin geklatscht. Und ja. Ist leider gerade auch Nacht und da oben fliegen schon wieder Phantomchen. Oh Mann. Ich glaube, wir sollten noch schlafen gehen. Ja, mal gucken, ob andere es auch tun. Ja. Ja. Wenn wir beide gehen, dann. Dann wird das was. Gut. Können wir jetzt zu Leib gehen, zu seinem Polizeistationchen. So, schauen, was uns da so zeigen kann. Die Stadt wird eh eigentlich immer größer, schwarzes Brett, das haben wir jetzt auch schon. Und hinten wird dann auch die Kirche gebaut, und so. Die ist auch schon wieder. Macht auf jeden Fall auch Fortschritt. Und hier wird ja auch überall gebaut. Hier zum Beispiel auch. Michael baut hier auch fleißig. Die Creeper Oha, hier, die sind. Guck mal das hier an. Was? Das geht so nicht. Schon wieder eins von diesen Bannern. Es bahnt sich irgendwas auf. Oh Gott! Alter. Genau. Oh, hier sind ja jetzt auch Laternen, glaube ich. Ich habe nur Hälfte Leben. Weg sieht auch nur so. Hast du, glaubst du, Mutz hat den gebaut? Nee, den hat safe nicht Mutz gebaut. Sieht viel zu gut dafür aus. Ich Anzeigen. Ach, das hier ist die Polizeistation? Er ist gelockt, der Briefkasten. Ah, lol, ey, als ob wir direkt in der Polizeistation wohnen. Ja. Klopf, klopf. Wer ist da? Hallo. Ja, grüß Gott, Leib. Hallo. Wir sind mal vorbeigekommen, du. Also, sie meinten ja, wir können hier mal wenig. War ja schon in der Polizeistation. Wollt ihr mal anschauen? Ja, gerne. Ja, dann fangen wir doch mal an. Gehen wir doch mal nach oben. Also hier vorne ist so ein Lobbybereich und ja, da kann man halt die Anzeigen auf direkt erstatten, wenn man gerade nicht da ist, dann kann man ja auch vorne in einen separaten Briefkasten werfen. Ja, dann habe ich schon gesehen, der ist da zugesperrt, aber okay. Ja, ich meine, ich habe den wieder offen gemacht. Ja. Hier sind auch die Büros, sehe ich gerade. Ja, hier sind die Büros von den beiden. Und ja, wir können ja mal hier in eins reingehen. Von Niklas. Guten Tag. Tag. Hallo. Arbeiten. Zweite Ist nur bei mir so? Ist noch nicht eingerichtet, bei beiden noch nicht. Oh ne, da drüben. Da sehe ich doch Mutzhaus. Ah, meine Augen! Ja, das ist extrem groß. Der hat auch da hinten den Baum da stehen, so Mutz ist auch ziemlich. Ja, der Baum ist auch groß. Ja, dann muss ich einmal wieder komplett das ganze Haus durchqueren. Okay.
Okay, und zwar haben wir dann hier vorne geht's dann einmal runter hier so eine kleine Zelle. Oh. Oh, mich stabil gebaut. Hinten kommt wahrscheinlich eine zweite hin. Oder schon. Ist das menschlich verschretbar mit so wenig Platz und ohne eine Toilette? Oh, da ist ja eine Toilette. Ja, da ist eine Toilette. Die ist, aber wie soll man da raufkommen? Das ist für kleine Leute gedacht. Ja, okay, also sie gehen davon aus, dass nur kleine Leute Verbrechen begehen, verständlich. Ja, Lügen haben kurze Beine, ne? Ja, genau. Ja, ja, dann geht's hier oben noch weiter in den Turm. Hier oben habe ich mein Büro. Der ist nämlich eingerichtet hier. Hier ist ein kleiner. Ja. Ja, sieht auf jeden Fall so. Nice ist ja die Polizeistation. Auch mit dem mit der Zelle und alles. Und dann haben wir hier oben noch mein Büro. Ist aber auch nur einfach ein Büro und. Ja, also drei Polizisten sind momentan insgesamt hier, wie ich sehe, oder? Ja. Okay. Der eine hat technische Probleme. Okay. Ja, dann danke fürs Rumführen hier, ne? Also ist das schon ein, wahr, oder? Ein Raum ist noch. Ein Raum, okay. Mit zwei. Und zwei ist hier unten. Ich kann noch nach unten. Gehen und darf ich Ihnen da nichts zeigen. Ist direkt der Zugang zu den Pferden. Ja, den Stall. Ach, das sind ja Pferde von Top-Qualität. Wo haben Sie die denn her? Ja, die habe ich bei dem Kai gekauft. Waren teuer, aber haben sich gelohnt. Teuer? Das ist der beste Preis, den du finden kannst. Stimmt, Sie haben recht. Dann das rote Pferd, das lief hier irgendwo rum, das haben wir mal auf uns genommen, weil das war nicht angebunden. Ja, da zu dem neuen Stall, den habe ich auch schon gesehen. Nur kurz gucken. Außen auch, ich sehe, das ist sehr toll hier hingebaut. Ich glaube, das gehört dem, das hat gehört durch den Ronny, wir haben den Nachricht mal geschrieben. Er ist gerade gestohlen, jetzt reicht's. Die Polizei beklaut die Bewohner. Sorry, jetzt raus. ja, ansonsten. Hier unten ist noch ein Besprechungsraum. Zell- oder Besprechungsraum? Das ist einfach nur ein Besprechungsraum. Die Gitter sind so ein bisschen. Alles klar. Wer ist ein Besprechungsraum, ist nicht hinter Gittern. Ja, gut. Dann ja, hier vorne ist noch ein Aktienlager. Ein Aktenlager. Hm? Da lagern alte Akten, die nicht mehr gebraucht werden. Okay. Ja, und hinten ist noch ein kleines Lager mit allgemeinen Sachen, mit Rüstung. Gibt's hier irgendwo eine Asservatenkammer? Eine was? Asservatenkammer. Nee, leider nicht. Klar, das solltet ihr mal einbauen. Ja. Auf jeden Fall danke für die Führung, Leib. Das ja, gut schön. Sehr tolle Polizeistation haben wir hier schon in der Stadt. Ja, es werden noch ein paar Sachen geändert, aber im Prinzip ist das so gut. Ja, wir werden dann eh wieder gehen, wenn sie nichts dagegen haben. Und was ist hier unten? Hier unten ist noch. Hier unten kommt man ehemalig an die. An die Post, also an die Anzeigen. Ah. Ja. Und dann wir jetzt. Achso. Und dann. Ja, dann wiedersehen. Danke für die Führung. Und ja, kein Problem. Wiedersehen. Ist zwar in meinen Augen noch ein wenig sehr viel gesperrt, wie zum Beispiel die Türen und die Briefkasten, alles aber okay. Aber wir können ja nochmal zum schwarzen Brett schauen. Aber da ist auch ein Pillager-Bann. Eben, ich dachte schon, hier geht was ab. Also ich will ja nicht meckern. Wirklich nicht. Aber ist orange auf dunkelbraun nicht ein bisschen schlecht zu erkennen? Es ist strange. Aber Leute, auf jeden Fall. Danke fürs Ansehen. Abo und Like nicht vergessen. Schaut auf meinen Twitch-Kanal. Schaut bei Kai vorbei. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Minecraft The Village 3. Ciao.